Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wie man sieht, ich bin schon mal wieder ein kleines Stückchen gereist, damit wir nicht die lange Ladezeit uns aufhalsen. Und da vorne wäre unser Ziel, das wir vor Augen hatten, nämlich dieser Mordfall. Und da bewege ich mich jetzt hin. Jetzt muss ich nur gucken, wie komme ich denn da hin? Muss ich da irgendwie irgendwo runter? Hallo? Also es ist auf jeden Fall unter der Erde. Ich gehe mal da vorne hin, ob ich da, wenn ich da vorne runtergehe. Nee. Irgendwo, na, einmal hier über die Plantagen-Dinger hinweg springen. So, und dann? Hallo? Ist irgendwo, ah, da geht's in eine Gruft. Mal gucken, ob die uns weiterhilft. Jetzt sag bloß, wir müssen irgendein Grab ausheben, sozusagen. So, einmal hier hinüber und dann wären wir da. Da. Oh, der liegt aber relativ unbequem, wenn ich ehrlich bin. Ja, der Tod von Philbert Asper. Würde ich jetzt mal sagen, dass es so heißt. Aufklärung des Mordes in den Pariser Katakomben. Ja. Schauen wir mal, wir haben in Atacama mal 6 Hinweise, wir haben da einmal die Leiche und da hat er was bei sich. Einige verstreute Perlen im Dreck, möglicherweise Rosenholz. Also ich schätze mal, dass das ein Rosenkranz war. Nur so die Vermutung. Dann haben wir hier, was haben wir da? Eine Bibel, eine zerlesene Bibel. Sie ist voller Blut und trägt den Stempel eines Frauenklosters in der Nähe des Couvée de Fil de Rüde, meine Güte, Französisch. Was haben wir hier? Wir haben eine Kiste voller zersplitterter Flaschen. Geh weg da. Flaschen Chartreux, umgeben von Dreck. Sie war scheinbar mehrere Jahre vergraben. Auf der Seite findet sich die Adresse einer Schenke, Rue de Save 5. Vielleicht kann mir der Wirt einen Hinweis zum auf den Besitzer geben. Gut, jetzt haben wir schon 2 weitere Hinweise. Da haben wir Schlüssel, wenn ich das richtig sehe. Ein Schlüsselbund. Wow, das hätte ich niemals gedacht, dass das ein Schlüsselbund ist. Was haben wir hier? Das sieht aus wie so eine Krankenarzttasche oder sowas. Alte Tasche. Boah, diese Hinweise da. Ja. Hallo, ich möchte gerne vorlesen. Weg damit. Eine Arzttasche. Wow, ich bin gar nicht mal so schlecht gewesen. Für die Entsorgung. Darin wurden die Adressen des örtlichen Apothekers eingenäht. Avenue de Bretu 99. Und dann haben wir hier noch eine Schaufel. Eine abgenutzte Schaufel mit stumpfer Kante. Auf dem Stiefel steht der Vermerk des Schmieds. Er ist in der Mitte gebrochen und wurde mit Kleidung geflickt. Jemand hat diese Schaufel eine lange Zeit genutzt. Ja, damit haben wir alle Hinweise hier herausbekommen. Und wir haben jetzt reichlich Ziele. Also ich habe das Gefühl, dass diese Mission etwas länger dauert, bis wir alles abgeschlossen haben. Tja, wer hat ihn umgebracht? Das ist die große Frage. Ich gehe erstmal wieder hier raus und dann 6 Schauplätze haben wir zu besuchen. Gut, da fangen wir da drüben mal an. Ich weiß jetzt noch nicht, was das für ein Schauplatz ist. Aber auf jeden Fall ist es einer. Moment, hier vorne. Ah, da ist so ein grünes. Ja, Tag auch. Ich will nichts von euch. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will nur diesen Mordfall aufklären. Dankeschön. So, hier sollen wir hin. Das ist, scheint die Nonne zu sein, mit der wir... Oh, hier gibt es auch reichlich. Gehen wir erstmal... Was haben wir hier? Ein großer Stapel Bibeln. Darin findet sich derselbe Stempel wie in der Bibel am Tatort. Also hat er auf jeden Fall die Bibel hierher, sehr wahrscheinlich. Dann haben wir hier... Was ist das? Das Blut Christi. Ah ja, nee, ist klar. Ein Glas mit dunkelroter Flüssigkeit. Glaubt man den Schwestern, ist es das Blut Christi. Ich sag einfach mal, es ist Wein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es das ist. Was haben wir hier? Auf den Flaschen ist eine feine Staubschicht. Flasche mit Chartreuse. Also auch dieselben Flaschen.
Okay. Ja, das ist eine unserer Bibeln. Wir geben viele davon an Menschen, die Gottes Hilfe brauchen. Und das ist das Blut Christi, mein Sohn. Spürt ihr, wie er ruft? Der Chartreuse, der geht euch nichts an. Ihr zieht besser weiter, ihr Nichtsnutz. Das ist aber eine freche Nonne. Eine wirklich freche Nonne, die da mitten im Busch steht, wo der Busch durch ihre Kleidung ragt. Na dann, nächstes Ziel. Wo haben wir hier noch eins? Wir befinden uns dort. Dann gehen wir mal hier drüben hin. Also wir haben noch reichlich zu besuchen. Dann gehen wir mal wieder an den Kollegen hier vorbei. Ja, ihr guckt mich doof an. Ich gehe einfach nur vorbei. Danke. So, da haben wir... Wen haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Schaufelmeister. Auf diesem Friedhof herrscht zu viel Betrieb für meinen Geschmack. Mir fehlt Werkzeug und jemand brach sogar in die Katakomben ein. Ich habe dort ein schönes Palisanderkreuz gefunden und dachte, ich gebe es dem Konvent. Aha, du warst also in den Katakomben und hier haben wir eine Schaufel. Eine neue Schaufel. Sie wurde kaum benutzt, sonderbar. Wo doch ihr Besitzer Totengräber ist. Ja, also vermute ich jetzt mal rein aus dem Bauch heraus, dass die Schaufel, die da vorher unten im Grab war, von ihm hier war. Hm. Ja, diese Hinweise nerven. Was haben wir hier? Ein kleines Holzkreuz. Ein Holzkreuz sieht aus, als wäre es aus demselben Rosenholz wie die Perlen am Tatort. Hm, wurde vielleicht der gute Herr woanders umgebracht oder hat er ihn umgebracht? Ja, ich könnte gut vermuten, dass die Perlen und dieses Kreuz hier zusammengehören, aus dem Rosenkranz sozusagen. Wie kann man denn hiermit interagieren? Hallo, ich würde gerne... Das ist die Schaufel, mit der man interagieren kann, glaube ich. Schauen wir mal. Nee, doch nicht. Ein neuer Sarg. Philbert wurde mit Leichtigkeit hineinpassen. Hm. Äußerst kurios. Was haben wir hier? Noch eine zerlesene Bibel. Eine weitere gestempelte Bibel. Ich bin nicht überrascht, dass er ein Mann des Glaubens ist. Ja, gut. Also der macht sich auf jeden Fall schon mal sehr verdächtig, meiner Meinung nach. Gehen wir mal hier drüben hin. Ist gar nicht weit weg. Da haben wir das nächste, was wir untersuchen können. So, irgendwie hier. So, ich weiß jetzt nicht, was wir hier untersuchen können. Jetzt lass doch los! Himmel! Ich bin mir nicht ganz sicher, was man... Kann die gute Frau mit uns was anfangen? Weil die buddelt da so. Hallo? Gute Frau? Nee. Hm. Ja gut, das war klar. Also hier sehe ich jetzt gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke mich hier nochmal eben ganz kurz um. Ist oben drauf irgendein Hinweis? Da ist nichts. Also der einzige Hinweis, der hier sein könnte, wäre jetzt in dem oder dem Gang hier in der Mitte. Also sonst sehe ich hier rein gar nichts. Ach, das soll das... Gut zu wissen. Vielen Dank dafür den Hinweis. Natürlich ein bisschen doof gemacht, aber ja. Gut, damit hätten wir das und das abgeklappert. Dann gehen wir mal hier drüben hin. Der Tod von Philberts Pirat in der Schenke. Mal sehen, ob der uns weiterhelfen kann. Ah, überall schwirren diese Typen rum. Lass mich in Ruhe. Du auch bitte. Vielen Dank. Ein bisschen die Orientierung verloren gerade. Direkt vor unserer Nase soll das sein. Aha. Da vorne, da, mit dem kann ich reden. Himmel, hier kann ich mit einigen reden. Was hast du denn hier zu sagen? Ich liebe den Kerl. Gib mir einen aus, dann fällt mir mehr ein. Vielleicht. Wow, du bist hilfreich. 6 Hinweise soll es hier geben. Meine Güte. Ich habe nicht mit ihm geredet. Ich war mit meiner Musik beschäftigt. Du bist ja richtig hilfreich. Madame, hat der sich vielleicht mit dir beschäftigt? Ja, Philibert war hier, gab ein paar Runden aus. Sprach immer wieder von seiner Schwester. Und ich dachte, er wäre eine Waise, aber wer weiß.
Okay. Ja, Philibert war letzte Nacht hier. Ich musste den Bastard rauswerfen. Der Trunkenbold schuldet mir viel Geld. Er wollte mich mit einem Jahresvorrat Chartreuse bezahlen und ich war dumm genug, ihm zu glauben. Sprecht mit den Stammgästen. Vielleicht wissen die mehr. Puh, also dieser Fall, der ist schon sehr mysteriös. Und wir haben jetzt auf jeden Fall noch zwei fehlende Hinweise. Hier haben wir einmal dieses Flasche mit Chartreuse. Einige Flaschen Chartreuse, sie strahlen einen leicht grünen Schimmer aus. Was haben wir dort? Da ja. Haben wir noch so. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will hier mit diesem... Ja, genau. Verschiedene Weine und Spiritosen gut sortiert. Ja, sehr hilfreich. Oder auch nicht. Also bisher tappe ich hier mehr oder weniger im Dunkeln, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir mal zum nächsten Ziel. Also das, das und das haben wir abgeschlossen. Dann gehen wir mal hier drüben hin. Da hätten wir noch ein Ziel. Ist gar nicht so weit entfernt. Direkt hier vorne um die Ecke. So, mit dem können wir reden da vorne. Wer bist du denn? Jetzt geh doch weiter. Philibert? Ich schickte ihn vor Tagen los, um Vorräte beim Händler zu kaufen und er kehrte nicht zurück. Ihr müsst Philibert selbst fragen, wo zum Teufel er steckt. Ich gebe euch die Adresse, doch meine Schlüssel nehme ich wieder an. Vielen Dank. Okay, und dann war hier vorne, glaube ich, noch ein Ziel. Auch nicht so weit entfernt. Da vorne, genau. Also steht fest, hier geht es auf jeden Fall um irgendwas. Nicht gesehen. Doch was haben wir hier? Chartreuse, eine Rarität. Die Kartäusermönche sind berühmt für seine Herstellung und die Kartäusernonnen nicht weniger dafür, dass sie ihn gut verstecken. Es ist schon sehr verdächtig. So, hier haben wir eine Schaufel. Diese Schaufeln sehen neu aus, ungenutzt. Auf ihnen finden sich die Zeichen desselben Schmieds wie auf der Schaufel am Tatort. Eine Vielzahl an Tonika, Werkzeugen und Vorräten, ein gut sortierter Händler. Okay. Aber, ja gut, jetzt haben wir alle Hinweise, aber wer war es denn nun verflucht? Also... Der eine schuldet ihm Geld. Er hat da unten eine kaputte Schaufel. Also meiner Meinung nach war es der Totengräber. Also ich würde es jetzt einfach mal so vermuten. Also was anderes kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil er ist so der Einzige, der irgendwie einen Grund hätte dafür. Also das... Er sagt, er hat es gefunden. Da unten ist eine kaputte Schaufel, also die alte von ihm. Also jemand anders kann mir nicht vorstellen gerade. Irgendwie laufen die Hinweise bei dem am meisten zusammen. Ich beschuldige ihn einfach mal. Auf diesem Friedhof herrscht zu viel Betrieb für meinen Geschmack. Mir fehlt... Hey, ich hebe die Gräber nur aus und dabei soll es auch bleiben. Gut, er war es wohl nicht. Wer kann es denn sonst gewesen sein? Also der eine schuldet ihm noch Geld. Oder ist es der Händler gewesen? Boah, das ist echt nicht einfach. Also der schuldet ihm Geld. Ja, Philibert war letzte Nacht hier. Ich musste den Bastard rauswerfen. Gönnt mir eine Pause. Ich war die ganze Nacht hier. Da könnt ihr jeden fragen. Gut, der war es auch nicht. Also ich kann mir nur vorstellen jetzt noch, dass es der da hinten war oder die Nonne. Wobei die Nonne, ernsthaft, ist zwar eine freche kleine Nonne, also so kennt man die gar nicht, dass die so reden. Aber, naja, ich beschuldige ihn mal hier. Doch was haben wir hier? Warum sollte ich meine Kunden töten? Für was für einen Geschäftsmann haltet ihr mich? Puh, ja. Also dann kann ich es mir nur noch wirklich so zusammenreimen, dass die gute Nonne gar nicht so
so begeistert davon war, dass er den Wein da genommen hat und hat ihn mit der Schaufel des Totengräbers einen übergebraten. Also, das andere, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber naja, gut, so frech wie die ist. Ja, das ist eine unserer Bibeln. Wir geben viele davon an Menschen. Der Herr vertraute uns den Chartreuse aus gutem Grund an. Ich würde nie dulden, dass ein Bauer seinen Namen beschmutzt. Eine freche Nonne, die auch noch Mörderin ist. Faszinierend. Und sowas nennt sich dann Kirche. Ja, ganz toll. Gut, hätten wir das abgeschlossen, fand ich jetzt nicht so einfach da, das Richtige zu machen. Also, hui. Irgendwie fehlte mir da der genaue Hinweis jetzt, in welche Richtung es geht. Also, Nun gut. Werde ich nur dafür bestraft, dass ich mich von der Hand Gottes führen ließ? Es war die Hand Gottes? Na dann. Eine brutale Hand Gottes. Philibert hatte sicher die besten Absichten. Doch selbst ich weiß, dass man den Chartreuse besser nicht anrührt. Nehmt eine Waffe eurer Wahl. Na dann, ja. Ein bisschen Geld eingesackt und dann war es das auch schon. Wir befinden uns wieder hier vorne, in der Mitte von allem. Ja, ich würde sagen, wir reisen jetzt nochmal eben ganz kurz zurück zum Café. Gucken uns das Café jetzt mal an, wie das jetzt aussieht. Es ist ja vollständig aufgerüstet, also da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Und sobald wir das gemacht haben, würde ich sagen, bewegen wir uns so langsam, aber sicher in Richtung Hauptmission. Um da nicht zu sehr von der Geschichte abzuschweifen. Ja, wenn wir denn mal wieder ankommen. Wir warten und warten und warten. Und da wären wir. Ja, wir könnten jetzt die Flammenberge nehmen. Oh, es hat ein bisschen gedauert. Guten Morgen, Monsieur. Ja, guten Morgen auch. Wow, wir können richtig Kohle rausnehmen. 2 Minuten wird es noch dauern, dann gibt es die nächste Kohle. Wir könnten das ja mal eben kurz abwarten, gucken uns jetzt hier vorne mal eben an, was sich so geändert hat. Es sollen jetzt Plakate hier angeblich hängen. Irgendwo. In diesem wunderschönen Café. Ah, das sind wohl diese Dinger da. Ja, so sieht's jetzt aus. Vollkommen renoviert und ausgerüstet mit allem, was es so gab. Nee. Gehen wir nochmal hier hinten hin jetzt. Ich wollte nur mal eben ganz kurz mal schauen, ob es wirklich nichts anderes mehr gibt. Nacki schon darum. Also, würde ein wahrer Freund wollen. Es gibt noch Andenken und Gesellschaftsclubs, klar, die kann man noch geben, aber das Café, so, Theatermission, da gibt es nichts Neues. In den Öfen muss geschürt werden. Oui, Monsieur. Dann leg mal los. Ich guck mal eben ganz kurz, was die Flammenberge ist. Würde mich doch gerade mal interessieren. Dann nicht Fähigkeiten, Ausrüstung wollte ich, Waffen. Ich weiß jetzt, also normal müsste es doch hier drunter stehen, oder nicht? Edenschwert. Ne, da ist nichts. Also hier sehe ich jetzt auch nichts. Unter schwer vielleicht. Ja, das wäre es gewesen. Ja, also gut, ist jetzt nicht so wertvoll. Gut, einmal zurück. Und da müssten wir jetzt so langsam aber sicher doch die Kohle kriegen. Ja, in 15 Sekunden. Dann nehmen wir die Kohle mal mit und dann bewegen wir uns in Richtung Hauptmission, also der nächsten Hauptmission. Ja, komm schon. Und da hat es einmal geklimpert im Kasten und damit nehmen wir die Kohle mit. So. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben genau
23.000, das ist ein bisschen zu wenig. Ich guck gerade mal eben, haben wir hier einen Händler in der Nähe? Nee, haben wir nicht. Ja, also ich werde da mal die Schnellreise nutzen und zwar hier vorne hin. Und werde dann in Richtung Hauptmission spazieren. Und was dann passiert, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.